Sehr gut, der marschiert einfach weiter. Glück gehabt. Den Angriff haben wir abgewehrt, aber auch nur mit viel Mühe und Not, weil wir ihm ein paar Soldaten geklaut haben. So, und jetzt holen wir uns erstmal einiges an Human Resources wieder. Eieieiei. Boah, der... Jetzt habe ich mich kurz erschrocken, weil ich hier so viel Rot gesehen habe. Das sind aber nur die stationären Soldatinnen. So, die ersten gehen schon hoffentlich ins Lazarett so langsam. Auf wen schießt du? Ach, der ist ja nur ein Bogenschütze. Echt jetzt? Der bleibt da einfach stehen, der Camper. Ich weiß schon, wer sterben wird. So. Sind schon wieder keine Steine mehr. Kannst du noch ein bisschen weiter nach unten? Ja, kannst du. Sehr schön. Gut, dass wir genug Mana übrig hatten. Ja, mag sein, dass ein guter Standort wäre, aber ich will gerade keine Goldmine, verdammt. Finde ich so schön, dass die automatisch dahin gehen, um sich heilen zu lassen. Also sehr schön, da wird auch aufgebaut. Haben wir bald etwas bessere Einblicke. Ich mache aber jetzt mal hier drauf kurz Priorität. Dass die endlich mal beliefert wird mit Steinen. Wir haben ja eigentlich genug Steine hier rumliegen, das ist ja das Abstruse. Na, da sind ja jede Menge, aber... mal zu wenige Träger aktuell. Deswegen, Personaldecke muss dringend wachsen. Oh, da ist ein bisschen viel Bewegung. Nicht, dass die jetzt auch noch auf mich draufhauen. Die können sich doch mal untereinander bekäbbeln. Was soll denn das? Warum immer nur auf mich? Das ist doch Quatsch. So, dann können wir schon eine Priorisierung aufheben, denn da sind die fehlenden 5 Steine. Die sind unterwegs. Wobei, dich könnten wir auch eigentlich abreißen, oder? Ja. Reiß nicht ab. Dafür kommt da ein weiteres Lazarett hin. Damit wir auch unsere Soldaten schnell wieder fit kriegen. Ups, nein, das wollte ich nicht. Und du kannst auch wieder zurück. Sehe ich da Bewegung? Ja, da sehe ich Bewegung. Und ich habe hier keine Waffen liegen. Weil mir die Kohle ausgegangen ist. Oh, Leute. So langsam wird es ein bisschen kacke. So, bitte mal ein bisschen mehr sammeln. Vielleicht wurde der Angriff nur getriggert, weil ihr gerade so weit auseinander steht. Ach, Gott sei Dank, es ist endlich fertig. Ändert aber noch nichts an meinem Kohleproblem. Komm mal schön ran, versuch's mal. Ich bin gespannt. Ein Bogenschütze gegen 32. Ne, 42.
Ja, ich weiß aber nicht, meine ganzen Bogenschützen da wegschicken. Haben wir genug für ein Wunder? Jetzt so eine göttliche Gabe mit ganz viel Kohle. Nein! Keine Kohle. Was macht der hier? Schickt er einfach nur nach und nach Soldaten zum Sterben vorbei? Ich meine, kann er gerne machen, aber ist doch dumm. Schnellfeuer. Oh, das ist so schön, dass du die so vereinzelt schickst. Kann ich dich richtig schön abfarmen. Jetzt brauche ich aber mal einige neue Geologen. So, da ist offensichtlich kein Gold. War hier oben nicht irgendwo noch Gold? Ach, Gold. Sag ich, Kohle meine ich. Jetzt kriegst du mal meine Geologen ab, der Sack. Ich dachte, geht wenigstens um meine Soldaten, aber nö. Ach, Kinders, Kinders, Kinders. Dass sie nur bestimmte Einheiten abklären können und nicht einfach jeden einzelnen zivilisieren. Alter, warum schickt ihr jetzt so einen ewig langen Strom? Ich will doch hier einfach nur... Wisst ihr was? Es hilft nichts. Ich muss mit meinem Bogenschutz jetzt hier ein wenig vorpreschen, sonst kriege ich ja meine Geologen nicht raus. Ach, oh, jetzt machen wir noch Pioniere, ey. Stehen dann. So, letzte auch kommen. Zack, geht doch. Habe ich eine Autorekrutierung? Ach so, ich habe eine Autorekrutierung an. Das wollte ich doch gar nicht. So, hörst du jetzt endlich mal auf, mir so einzelnes Kanonenfutter zu schicken? Dankeschön. So, liebe Diebe, tut euer Schlimmstes und hofft, dass da noch Kohle ist. Brauchen wir nämlich gerade ganz dringend. Juwelen, toll. Die brauchen wir überhaupt nicht dringend. So, wir machen schon mal ein weiteres Wohnhaus. Das machen wir mal hier hinten einfach hin. Kohle ist noch da. Das Problem ist nur, da sind auch viele Soldaten. Egal, ich versuche es trotzdem. Bevor ich die Diebe jetzt einfach nur rumstehen lasse und nichts tun lasse, versuche ich lieber irgendwas. Sie werden wahrscheinlich draufgehen, ja, aber das ist mir jetzt gerade ziemlich egal. Ich brauche die Kohle. Ja toll, nur weil du jetzt zu weit rechts... wo latsch ihr hin? Holt einfach die Kohle und geht weg. So. So, moin! Zack, ein paar Pfeile ins Gesicht. Ist ja wunderbar, dass die Diebe tatsächlich durchzukommen scheinen. Träumchen.
So, wir haben ja sehr viele Bretter. Ich glaube, ich werde mir noch eine weitere Köhlerei gönnen. Ist einfach irgendwie mit der Kohle hinterherkommen. Okay, jetzt hat uns leider erwischt. Also erst den Priester, bevor er uns wegzaubert. Das ist nämlich fataler, als wenn er hier ein paar Diebe abmurkst. So, dann einmal bitte den Diebeskiller abmurksen. Danke. Ich überlege, ich glaube, ich stelle hier oben auch noch ein Lazarett auf, dass wir hier weiterhin die Front halten können, ohne dass einer durchbricht. Waren hier nicht mal wesentlich mehr? Wo sind... ich hatte doch wesentlich mehr Schwertkämpfer hier, wollte mich... Oder bin ich jetzt völlig Mischluge? Ja, hatte ich. Und jetzt sind sie hier oben. Toll! Wie ist der so noch angekommen? Ach du Dreck, ey. Ja, komm, bevor jetzt... Nee, stopp. Jetzt war, hatte ich erst überlegt, die sinnlos zu verheizen, aber wie schon angekündigt, das ist sinnlos. Stattdessen werde ich einfach was Clevereres machen. Nämlich jetzt gleich einfach eine Fähre bauen. Und die abholen. Und eben jetzt schön zurück ins eigene Land. So. Eine Werft. Zack. So, du stehst in unserem Land. Sehr schön, dann können wir anfangen, dich zu beschießen. Zack. Da sehe ich ein bisschen Truppenbewegung. Ah, ich habe kurz auf eine Gelegenheit gehofft, hier vielleicht ein bisschen Kohle zu klauen. Oh, da sehe ich aber ein bisschen sehr viel Truppenbewegung. Das ist nicht gut. Oh, Leute, ey, wir brauchen Kohle. Da ist aber keine. Da auch nicht. War hier die Kohle? Oh Mann, ey. Also wenn ich nicht bald an Kohle komme, dann wird es richtig eng. Na, immerhin Schwert und ein bisschen Gold, okay. So, sehr schön. Das Bogenlager können wir somit auflösen und zu einem Goldlager machen. Der Strom reißt aber auch nicht ab, ey. Dass er so dumm seine Soldaten verheizt. Ich meine, für mich ist es jetzt gerade ehrlicherweise nur lästig, aber für ihn ist es ja eigentlich totaler Mumpitz. Und wieder ein bisschen zurückziehen. Danke. Oh Gott, oh Gott. Da ist Kohle. Da ist, hier könnte ein bisschen mehr Kohle sein. Warte mal. Buddelt ihr mal hier hinten bitte mit. Weil alles, was uns... Was wir irgendwie an Kohle kriegen können, hilft. Oh, 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 bitte erst den Priester, bitte erst den Priester. Ach, Gott sei Dank so.
So, geht doch. Und macht die Werft. Die ist schon fast fertig. Sehr schön. Oh ne, jetzt kommen auch noch die Amazonen dazu. Ich krieg die Krätze. Ich versuche mal hier mit einem Gegenangriff die abzulenken. Werde ich euch halt nicht rausholen, Jungs. Sorry.